vegan gehört zu frischer Convenience. Wir sind bekannt dafür, dass wir alles anbieten rund um die Uhr. Wir wissen, was Kulinarik ist, wir wissen, was Qualität ist, wir wissen, was Sensorik ist. Aber wir hatten das Thema Nassextrusion noch nicht attackiert. Wir haben uns dann bewusst entschieden, wie können wir in kurzer Zeit dieses Thema möglichst schnell und kompetent auf den Markt bringen. Aus diesem Grunde haben wir uns nach Partnern umgeschaut und am Schluss haben wir uns für Bühler entschieden, weil sie uns einfach hier den besten und professionellsten Eindruck gemacht haben. Ja, Peter, vielen Dank, dass wir uns heute nochmal Zeit nehmen konnten, zum Abschluss unseres gemeinsamen Projektes hier vor der Anlage einzufinden. Was waren für dich die Herausforderungen in der Abwicklung des Projektes? Also wir haben ja das Projekt eigentlich in einer sehr, sehr herausfordernden Zeit begonnen. Sei es Corona, sei es die globalen Lieferkettenprobleme. In der Kürze der Zeit das Beste herausbekommen. Haben eine sehr, sehr gute Anlage jetzt hier stehen, mit der wir sehr zufrieden sind. Was war für dich der ausschlaggebende Faktor bezogen auf die Komponenten, die jetzt verbaut worden sind? Wir waren als Hilcona auf der Suche nach einem Anbieter, der uns möglichst alles aus einer Hand bieten kann. Das heißt, angefangen von der Sackschütte, über den Mischer, über den Extruder bis hin zur Kühldüse. Weil so gibt das Ganze eine Gesamtanlage. Je weniger Schnittstellen es gibt, desto stabiler läuft auch der Prozess. Und das merken wir jetzt hier ganz stark, dass wir alles aus einer Hand bekommen haben. Kannst du mir sagen, welchen Benefit du letztendlich aus der Möglichkeit siehst, doch das Equipment vorab zu testen, um zu entscheiden, was das Richtige für die jeweilige Anwendung jetzt ist, die von der Hilcona benötigt wird? Also neben dem, dass man die Anlage schon mal in 3D am Computer hatte, war es genial, dass wir die Anlage davor schon physisch im Bühler-Technikum, im Extrusionstechnikum anschauen konnten, auch testen konnten. Mit anderen Kollegen waren wir vor Ort, wir konnten Versuche machen. Wir haben das Downstream-Equipment teilweise schon testen können. Wir haben dort vor Ort einfach schon Details gesehen, mit denen wir dann das Projekt noch weiter optimieren konnten. Wenn ich es jetzt zusammenfassen würde, was war der entscheidende Punkt für euch von der Hilcona-Seite, dass ihr Bühler gewählt habt, um dieses Projekt umzusetzen? Also was für mich ein Schlüsselfaktor war, war einfach die sehr professionelle, aber auch sehr transparente Kommunikation, dass wir jederzeit auch auf Augenhöhe miteinander kommunizieren konnten. Wenn technische Fragen waren, waren sie noch so detailliert, waren sie noch so speziell, haben wir gemerkt, es gibt bei Bühler jemanden, der kann mir diese Frage beantworten. Und da haben wir uns von Anfang an eigentlich in sehr guten Händen gefühlt. Eure Produkte gehören zu meinen Lieblingsprodukten. Kannst du etwas zu diesem neuen Produkt sagen? Für uns ist es immer so, wir wollen Produkte immer auf einen neuen Level bringen. Und das ist, glaube ich, der Reiz, den unsere Produkte geben. Ist eine Fleischalternative, es ist wie Fleisch. Man kann es auch entsprechend in den Garstufen variieren. Und das finde ich, das macht das Produkt aus. Ist nicht nur ein Convenience-Produkt, sondern ist effektiv auch ein Qualitätsprodukt. Wir haben viel zusammen gelernt, wir haben viel zusammen entwickelt. Und bereits in Kürze wird der nächste Innovationsschritt bei euch installiert. Ich freue mich schon auf die neuen Produkte. Wollen wir mal schauen, wie sich diese Produkte zubereiten hier in der Küche? Sehr gerne. Kulinarik ist alles. Lass uns probieren.